Servus Leute bei Strahlemanski. Und ich habe einmal ein neues Spielzeug, sage ich jetzt einmal, von Oasa, einen Kompressor, also einen Akkukompressor. Und ich hätte einmal gesagt, den probieren wir jetzt einmal aus oder packen ihn das erst einmal aus. Was da sich alles drin so verbirgt. So, wir haben hier einmal den Kompressor an sich. Den legen wir jetzt mal hierher. Dann haben wir ein Säckchen, Adapter fürs Auto, Netzteil fürs, also 12 Volt fürs Auto und dann nochmal Netzteil fürs Haus, sag ich mal, für den Hausgebrauch oder für die Werkstatt. Und dann haben wir hier noch das hier dabei, also einmal für das normale Auto, sage ich mal, für das normale Kfz-Ventil, dann einmal fürs Französische, fürs Fahrrad, einmal so für Spielzeug und dann noch was für Ballon. Und ich hätte jetzt einmal gesagt, wir probieren die ganze Sache mal aus, wie das funktioniert. Ich habe mal was hergekriegt, ich habe mal einen Reifen vom Kinderwagen und ich glaube, da ist ein bisschen zu wenig Luft drin. So, man muss nur hier schraubt man das ein. Es steht auch drin, habe ich schon gelesen, dass der Schlauch heiß wird. So, fest ist er. So, jetzt holen wir mal schnell den Reifen. So, dann haben wir den Reifen hier. Also, wie viel gehört da rein? 35 PSI. So, Kappe. Dann schauen wir hier mal. Schalten wir die Geschichte mal ein. Ich hoffe, das kann man lesen. Genau, jetzt kann man hier drücken. PSI ist eingestellt. Jetzt brauchen wir 35. Hammer. Dann stöpseln wir mal an. So, runter. Das haut schon mal hin. Und jetzt glaube ich nur noch auf on. Und man hört, der pumpt den Reifen auf. Also passt, einwandfrei. Der pumpt natürlich ein bisschen mehr rein, weil es geht natürlich beim Runtermachen wieder Luft raus. Also ich finde, das Teil hat wirklich gut hin. Ich probiere es jetzt dann nochmal intensiver aus, aber ich denke, dass das recht gut funktioniert. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, schaut euch das Teil mal bei Amazon an oder habe ich es gekauft. Und hätte ich gesagt, viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns wieder. Servus, Havardieri.